Herzlich willkommen zu diesem neuen Video und zwar in der Serie Größte Fehler beim Fotografieren. Heute geht es um die Belichtungszeit. Solltest du noch nicht wissen, was die Belichtungszeit ist, stehst du vermutlich noch ganz am Anfang und kannst dich auch in meiner anderen Playlist umschauen, also in der Playlist Chris Tutorials. Vielleicht findest du das, was dich weiterbringt und lass uns gleich mal mit diesem Video starten. Die meisten denken, dass die Belichtungszeit den Lichteinfall ändert, beziehungsweise das Licht heller oder dunkler macht. Und ja, das stimmt schon. Natürlich macht die Belichtungszeit auch das Foto entweder dunkler oder heller, aber um das Licht oder den Lichteinfall auf den Sensor zu verringern, ist eigentlich die Blende zuständig. Die Belichtungszeit kann natürlich verwendet werden zum Kompensieren von zu viel Licht beispielsweise oder zu wenig Licht. Allerdings stoßt man mit der Belichtungszeit auch manchmal an seine Grenzen, speziell dann, wenn es draußen finster wird. Denn wenn du mit einem 50 mm Objektiv fotografierst und dann aber mit einer Belichtungszeit von einem Achtel zum Beispiel fotografierst, und ein Auto fährt durchs Bild mit seinen Lichtern an, weil es schon finster wird, dann wirst du feststellen, dass komische Schlieren entstehen. Also beispielsweise siehst du die Lichter vom Auto verschmieren im ganzen Bild. Und das hat was mit der Belichtungszeit zu tun. Bei einem 50 mm Objektiv solltest du mindestens 1/100 an Belichtungszeit benutzen, also 1/100 Sekunden, um keine Verwacklungen und keine Bildunschärfen drin zu haben, dann ist das natürlich extrem kurz im Vergleich zu einer Achtelsekunde. Also ein Achtel ist ja länger als 1/100. Und aus dem Grund entstehen dann eben auch diese Bildschlieren oder diese Objekte im Bild, die dann allerdings auch unscharf werden können. Also sei dir immer bewusst, dass du natürlich das Licht kompensieren kannst mit der Belichtungszeit, aber du auch gewisse Grenzen akzeptieren musst. Und die Lösung hierbei wäre, einfach ein Stativ zu benutzen. Fehler Nummer 2 ist es, nicht zu wissen, was du fotografierst. Ich habe ja vorher schon beschrieben, wenn du ein Stativ benutzt, dann kannst du die Belichtungszeit auch länger einstellen. Also zum Beispiel eine halbe Sekunde, eine Sekunde bis zu, ich glaube, auf meiner Canon 5D Mark III sind es so um die 30 Sekunden. Allerdings hält ja nicht alles auf der Welt einfach so still. Also nichts auf der Welt ist einfach so in der Bewegung eingefroren. Selbst Zellen bewegen sich in Bruchteil einer Sekunde und nichts steht für immer still, auch nicht für den Bruchteil einer Sekunde. Auch wenn wir Fotografen manchmal das Glück haben, dass wir es so aussehen lassen können. Und das Problem ist halt einfach zu wissen, dass wenn du ein Auto fotografierst, das sich durchs Bild bewegt oder eine Person, die sich durchs Bild bewegt und auch belichtet, also richtig beleuchtet ist, dass diese sich dann eventuell verschmieren wird im Bild. Also entweder das Auto, das die Schlieren nach sich zieht, oder eine Person, die aussieht, als wäre gerade ein Geist durchs Bild gelaufen, weil die Person natürlich nicht stillhält und dadurch dann länger belichtet wird und dann im Bild verwischt. Das kann gut aussehen. Meistens tut es das leider nicht. Aus dem Grund, sei dir einfach im Klaren, was du fotografierst. Fehler Nummer 3. Ist, ja, das hat auch wieder was mit Bewegungsunschärfen zu tun, aber eher in dem Sinne, dass du die Begrenzungen deiner Kamera nicht kennst. Also beispielsweise, mit welcher maximalen ISO kannst du fotografieren, um keine Artefakte im Schwarz und in,
ja, den Grautönen zu bekommen und vor allem, wie kurz oder wie lange darf deine Belichtungszeit maximal sein, bevor Bewegungsunschärfen mit diesem bestimmten Objektiv auftauchen. Nehmen wir mal an, du bist am Abend unterwegs in der Stadt, dann fotografierst du wahrscheinlich mit einem 24-70 Zoom. Und da ist es zum Beispiel auch unterschiedlich. Du musst dir immer im Klaren sein, mit welcher Brennweite du gerade fotografierst. Bei 24 mm mal 2 wären das 1/48 Sekunden. Also das ist wirklich die Grenze zu Bewegungsunschärfen. Normalerweise fotografierst du ja nicht in 1/48, sondern in einem 50. Du kannst aber auch sicherheitshalber in einem 60 fotografieren. Einfach um keine Bewegungsunschärfen zu haben. Wenn du allerdings mit der gleichen Optik auf 70 mm zoomst, dann ist eine Belichtungszeit von einem 50 einfach viel zu lange. Und du musst natürlich dann im Kopf überlegen, okay, ich bin jetzt auf 70 mm, nehme das mal 2 und anstatt einem 50 Belichtungszeit habe ich jetzt auf einmal 140 Belichtungszeit. Ich glaube, 140 gibt's nicht, also musst du entsprechend dann eben kürzer deine Belichtungszeit wählen. Kürzer bedeutet höhere Zahlen, also statt einem 140 zum Beispiel ein 200. Das verhindert eben die Bewegungsunschärfen, die auftauchen, wenn du die Kamera selbst bewegst. Und du musst dann natürlich mit deiner ISO nachjustieren. Aus dem Grund, sei dir im Klaren darüber, mit welcher ISO du maximal fotografieren kannst, um zum Beispiel eine kürzere Belichtungszeit zu kompensieren. Fehler Nummer 4 hat was mit der Aufnahmetechnik zu tun. Speziell in unserer heutigen schnelllebigen Gesellschaft ist es leider so, dass ich immer wieder Leute sehe, die sich einfach keine Zeit nehmen, um das richtige Foto zu machen. Also sie machen dann zwar 50 Fotos, hätten sie sich Zeit genommen, dann hätten sie vielleicht 10 Fotos gemacht, die im Anschluss dann auch wirklich cool aussehen und ich eine echte Auswahl davon habe. Konkret heißt das, sei dir immer im Klaren, was du fotografierst und mach deine Augen auf und beobachte einfach deine Umgebung. Und vor allem, lauf nicht durch irgendeine Umgebung durch und knipst drauf los, sondern nimm dir wirklich einen Moment Zeit, interessier dich für die Location, an der du gerade bist und nimm auch mal deine Kamera, halt sie ans Auge und vor allem schau in deinem Bildausschnitt, was könnte cool aussehen. Wie sieht Bildkomposition aus? Was ist im goldenen Schnitt, wenn ich zum Beispiel von Anfang an in eine Location reingehe und ich sehe, das sieht einfach super cool aus, dann nehme ich meine Kamera, mache meistens das erste Bild und ich kann dir zu 100% sagen, dass dieses Bild nichts wert ist. Dieses Bild wird im Auswahlverfahren, in der Postproduktion immer weggeschmissen. Aus dem Grund, weil ich im ersten Moment einfach so überwältigt bin und einfach losknipse. Besser wäre es zum Beispiel, du gehst an eine Location, schaust dich um und in meinem Beispiel wäre es besser, ich nehme die Kamera, halte sie mir ans Auge und fange an zu suchen in meinem Bildausschnitt. Was kann ich in meinem Bildausschnitt reinnehmen, was wirklich cool aussieht? Was ist in meinem goldenen Schnitt drin? Und fotografiere lieber so, als dass ich einfach darauf losknipse. Das sorgt einfach dafür, dass ich in der Postproduktion weniger Auswahl treffen muss oder mich durch weniger Material wühlen muss und dieses wenige Material im Vergleich zu dem, was ich sonst habe, ist dann aber auch so, dass ich eine solide Auswahl treffen kann und diese solide Auswahl hilft mir dann einfach, möglichst schnell durch die Nachbearbeitung zu gehen, wenn sie überhaupt nötig ist. Und schneller zum Ergebnis zu kommen. Fehler Nummer 5 ist es eigentlich so ein Grundlagenfehler. Und ich glaube, den Fehler werden wir wahrscheinlich in dieser Serie, in dieser kurzen Videoserie immer wieder haben. Das ist einfach der Grundlagenfehler. Also wenn Grundlagen fehlen, speziell jetzt im Wissen um das Belichtungsdreieck, also speziell was Blende, Belichtungszeit und die ISO miteinander zu tun haben,
dann wird es schwierig, die richtige Auswahl zu treffen. Denn, wie vorher bereits angesprochen, du kannst natürlich mit der Belichtungszeit kompensieren. Aber was passiert dann im Gegenzug? Also, wenn du jetzt deine Blende schon gesetzt hast, deine ISO gesetzt hast und du hast zum Beispiel kein Stativ dabei und du denkst dir, okay, ich kann jetzt mit der Belichtungszeit runtergehen, aber wo ist meine unterste Grenze? Hast du ein 50 mm Objektiv, dann ist deine unterste Grenze ein Hundertstel Sekunden. Und wenn du drunter gehst, muss dir klar sein, dass du Bewegungsunschärfen hast. Aber der größte Fehler ist eben nicht zu wissen, was passiert, also die Vor- und Nachteile der einzelnen Einstellungen zu kennen. Beispielsweise die Blende, dass sie eben nicht nur den Lichteinfall regelt, sondern auch die Schärfe oder den Schärfenbereich. Genauso ist es mit der Belichtungszeit. Und vor allem auch, wie sich eine Änderung in diesem Dreieck auf die anderen Werte auswirkt oder eben das Nichtwissen um, wie verändert sich zum Beispiel das Belichtungsdreieck, wenn ich eine Größe ändere? Welche andere Größe kann ich noch ändern, um das möglichst hochqualitativste Bild rauszubekommen, das ich haben kann? Also hochqualitativ heißt im Sinne von möglichst wenig Bildartefakte, kein Bildrauschen, möglichst scharf abgebildet. Und ja, das soll es eigentlich jetzt auch schon gewesen sein zu den größten Fehlern beim Fotografieren, speziell was die Belichtungszeit betrifft. Ich hoffe, dir hat dieses Video ein bisschen was gebracht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass ein Like da, abonniere den Kanal, wenn es dir gefällt, und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.